Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nikolas Hofer. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Gesprächsrunde Academy Talk am Mittwoch, den 12. Oktober 2016. Wir haben heute Professor Johannes Schmidt zu Gast. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Und ich, nur dass ich es richtig sage, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft. Ist das richtig? Ja, genau. Also das heißt Hochschule Karlsruhe, Gedankenstrich Technik und Wirtschaft. So ist der offizielle Name. Wunderbar. Das ist ja, scheint nicht die einzige Hochschule zu sein in Karlsruhe. Da muss irgendwie ein Nest sein. Ja, es gibt natürlich noch das KIT, also die frühere Technische Universität. Die ist sozusagen ganz bei uns in der Nähe. Und direkt neben uns ist auch noch die PH, die Pädagogische Hochschule. Wunderbar. Und natürlich noch die DHBW, Duale Hochschule Baden-Württemberg, die hat auch noch einen Campus in Karlsruhe. Also doch ein Nest. Herr Schmidt, wunderbar, dass Sie heute bei uns sind. Ich darf auch alle Zuhörer und Gäste heute live, die live hier sind, begrüßen und natürlich auch die, die das später in der Konserve hören. Wir haben heute vor, eine kleine Stütze-Einführung zu machen, aber die nur recht kurz, weil unsere Intention ist schon, tief in die Materie einzusteigen. Wir machen also keine, wir gehen nicht davon aus, dass unsere Zuhörer von Stütze noch nie etwas gehört haben. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, ein bisschen vorne anzufangen. Und ich werde dann nachher an unseren Historiker übergeben, Matthias, der das Ganze rahmen wird. Und da bietet sich einfach die Geschichte bietet sich da an und wir werden dann über die intensiven technischen Fragen von Wolfgang und mir werden wir dann auch Richtung ja ganz aktuellen politischen Fragen und politökonomischen Fragen dann letztendlich kommen. Herr Schmidt, welchen Erfolg haben Sie mit der Vermittlung von Stützel bei Ihren Studenten? Was ist ein gängiges Feedback? Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Also ich denke doch, dass die Leute da was mitnehmen, was sozusagen diese grundsätzlichen saldenmechanischen Zusammenhänge angeht. Also es sind doch viele immer überrascht, wenn man einfach diese ganz einfache Geschichte durchdekliniert und sagt beispielsweise, wenn man es am Thema der Staatsverschuldung aufhängt, dass also ein Rückgang des staatlichen Defizits eben zwingend damit einhergehen muss, dass entweder die Haushalte ihre Geldvermögensbildung reduzieren oder die Unternehmen ihre Verschuldung steigern müssen oder der Leistungsbilanzüberschuss noch größer werden muss. Das ist doch ja für viele, wenn man es so deutlich durchdekliniert, ist das so für viele etwas überraschend. Aber also sie nehmen das doch ganz interessiert auf, glaube ich. Ich beharre da natürlich auch immer relativ drauf, ne? Also ich reite relativ intensiv auf dieser Geschichte rum. Und wenn die Leute am Ende rausgehen aus der Makroveranstaltung und zumindest das mitgenommen haben, dann ist das schon relativ viel. Das heißt, bis zur Zweiteilung des Objekts der Geldtheorie dringt man da gar nicht unbedingt vor. Nein, auf keinen Fall. Also man muss ja immer berücksichtigen, ich habe ja keine Volkswirte vor mir. Ich habe entweder Leute vor mir, die einen BWL-Studiengang haben, oder ich habe Wirtschaftsingenieure vor mir, die, und letztere haben einen einsemestrigen Kurs in VWL. Die Betriebswirte haben drei Veranstaltungen im Laufe ihres Studiums, sofern sie nicht noch irgendein Wahlfach belegen. Und da innerhalb dieser Veranstaltungen ist eben die Makroökonomik ein Teil und darum wiederum ist ein Teil die VGR und die Saldenmechanik. Ja, vielen Dank. Matthias, wenn ich dich frage, was ist das, was dich im Moment am meisten beschäftigt bezüglich Stützel, dann würdest du wahrscheinlich sagen, die Grenzen dessen und das, was er alles nicht sehen kann. So sind wir hier ein bisschen drauf. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne an dich übergeben und zwar mit der Bitte, diese Entwicklung einzusortieren. Wolfgang Stützel hat ja seine Hauptwerke schon in den 1950er Jahren geschrieben und damals war die Welt, vor den 1970er Jahren, war die Welt ja ein bisschen eine andere, als sie heute ist.
Und da würde ich dich als unseren Historiker bitten, da mal eine Einordnung vorzunehmen. Ja, vielen Dank, Nikolas. Historiker alleine wird da nicht reichen, sondern man muss da wahrscheinlich Wirtschaftshistoriker sein oder die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften auch bis zum gewissen Maße mit einfließen lassen. Herr Schmidt, Herr Stützel liegt irgendwie quer zu den verschiedenen ja, Denkrichtungen in den Wirtschaftswissenschaften und in der Volkswirtschaft in Deutschland. Ich glaube, das kann man sagen. Wenn man mal das letzte Hauptwerk, was 2003, glaube ich, erschienen ist, nicht von ihm, sondern dann in der Bewertung von seiner Arbeit, dann ist mir aufgefallen, dass ein Lars P. Feld, heute beim Eucken-Institut in Freiburg, ihn für sich in Anspruch nimmt, aber auch ja, Professor Bofinger, Flassbeck, zwei Schüler von ihm, sich auf ihn beziehen. Und so könnte man jetzt viele, viele verschiedene Gruppen nennen, die sich auf ihn beziehen. Aber Herr Stützel hat auf jeden Fall keiner dieser Denkrichtungen angehört. Ich trenne jetzt bewusst noch seine wirtschaftswissenschaftliche Position von seiner politischen, die wir vielleicht im zweiten Schritt dann noch ganz kurz reflektieren können. Sehen Sie das genauso, dass bis zum heutigen Tage Wolfgang Stützel, der in den 70er und 60er Jahren ja sehr bekannt war, heute dann in Vergessenheit geraten ist, von diesen verschiedenen Richtungen in Anspruch genommen wird? Ja, also zu Stützel, inwieweit er vereinnahmt werden kann. Also Stützel war natürlich ein sehr vielseitiger Typ. Er war zunächst einmal natürlich schon, können ihn die Liberalen durchaus für sich in Beschlag nehmen. Stützel war Mitglied der FDP, und hat natürlich aus seinen liberalen Überzeugungen gar keinen Hehl gemacht. Er hat es einfach verbunden mit dem Versuch, eben auch in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht konsistent zu sein. Und dann ist es einfach erforderlich, gewisse sozusagen Bedingungen zu beachten. Und das hat ihn dazu geführt, beispielsweise eben in einer Zeit flexibler Wechselkurse dann den Gewerkschaften eine besondere Rolle für die Preisstabilität zuzuschreiben. Einfach deswegen, weil sie dann eben den wichtigsten Preis, nämlich den Lohn, mehr oder weniger festschreiben. Aber selbstverständlich war er zugleich eben auch ein Liberaler, der die Marktwirtschaft klar befürwortet hat. Und auf der anderen Seite jemand, der von seiner gesamtwirtschaftlichen Denke her eben die wesentlichen Elemente von Keynes hier mit reingebracht hat. Und daher können ihn sozusagen verschiedene für sich in Anspruch nehmen und laufen dann natürlich immer Gefahr, sozusagen einen Teil sich rauszupicken und den Rest eben wegzulassen. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, er hat ja, wie gesagt, in den 50er Jahren seine Hauptwerke geschrieben, hat ja auch oder war, wie gesagt, Schüler und dann später halt der Nachlassverwalter der Schriften von Lautenbach. Aber ist in den 50er Jahren dann Professor an der Universität in Saarbrücken geworden. Da hat er sehr eng zusammengearbeitet mit Herbert Giersch. Herbert Giersch, auch für die Jüngeren heute nicht mehr ein Begriff, ein ganz führender Ökonom in Deutschland in den 60er, 70er Jahren, von Anfang an im Sachverständigenrat. Und dann kam es wegen einer ganz eigenartigen und schwierigen Frage, die Ende der 60er Jahre eine riesen Rolle gespielt hat, nämlich ob mir mal gesagt, weiterhin fixe Wechselkurse à la Bretton Woods oder fixe Wechselkurse à la Bretton Woods oder wie Friedman und andere gefordert haben, flexible Wechselkurse eingeführt werden sollen, hat Wolfgang Stützel ganz klar darauf beharrt, auch im Sachverständigenrat, dass man bei Fixen bleiben sollte. Und er hat es auch verschiedentlich begründet. Er ist dann aber nicht zum Zug gekommen, auch nicht mit der Minderheitenmeinung, und er hat dann aus Protest das verlassen. Hat wird ziemlich viel Schlagzeilen Ende der 60er Jahre, auch gerade im Vorfeld des Wahlkampfes, dem wichtigen Wahlkampf von 1969, geführt. Und ein Schiedsgericht hat dann 5 Jahre später entschieden, ja, eine Minderheitenmeinung im Sachverständigenrat muss publiziert werden dürfen. Davon profitiert zum Beispiel heute ein Professor Bofinger, der ja fast immer eine Minderheitsposition hat. Dieser Punkt hier mit Ende der 60er Jahre seine Tätigkeit im Sachverständigenrat und seine Position in dieser Frage. Haben Sie dazu vielleicht eine ganz kurze Stellungnahme?
Ja, Ende der 60er waren ja im Zuge der Inflation in den USA und durch die fixen Wechselkurse eben die Übertragung dieser Inflation auf die anderen Länder. Da waren sozusagen alle praktisch überwiegend der Ansicht, dass es notwendig wäre, die Wechselkurse freizugeben. Sozusagen die einfache Überlegung von Friedman, Wechselkurse sind halt Preise wie alle anderen. Und wenn man diese Preise freilässt, dann würden sich die Wechselkurse sozusagen im Prinzip mehr oder weniger zügig nach der Kaufkraftparität richten. Das war eigentlich das, was die Mehrheitsmeinung war. Und Stützel war eigentlich der Einzige, also auf weiter Flur jedenfalls, der Einzige, der hier scharf dagegen gehalten hat, weil er eben gesagt hat, wenn wir diese Fixierung sozusagen aufgeben, dann ist überhaupt nicht klar, wie sich die Wechselkurse im Zeitverlauf entwickeln werden, sondern er hat da verschiedene Möglichkeiten angegeben, Explosionsprozesse und Ähnliches, weil es eben gar keinen festen Anker dann mehr gibt für die Wechselkursänderungserwartungen. Also er hat immer bestritten, dass es bei flexiblen Wechselkursen eine klare Geschichte gäbe für die Wechselkurse. Kursänderungserwartung, weil das ist ja das, was den Wechselkurs sozusagen ganz wesentlich beeinflusst. Der heutige Wechselkurs hängt davon ab, was man erwartet, dass er in Zukunft wird. Und alle Befürworter flexibler Wechselkurse gehen im Prinzip davon aus, dass man im Prinzip zumindest nach einer gewissen Frist davon ausgehen kann, dass der Wechselkurs sich dann eben nach der Kaufkraftparität richtet. Und Schüssel hat immer bestritten, dass das so klar sei, sondern dass man eben diese Erwartungen hinsichtlich des künftigen Wechselkurses von allen möglichen Dingen abhängig sein können und es völlig vermessen wäre zu glauben, das wäre irgendwie klar und eindeutig bestimmbar. Und deswegen hat er sehr stark dafür plädiert, diese festen Wechselkurse beizubehalten. Das heißt, Stützel war kein Anhänger der Quantitätstheorie. Nein, ganz dezidiert nein. Das hat er ja selber auch in seinen Paradoxa festgehalten, dass das ein viel zu einfacher Aufriss des Inflationsproblems ist, dass es eben keinen, ne? Quantitätstheorie ist ein schönes Beispiel für genau das, was Stützel immer bestritten hat, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Beständen und Strömen gäbe, weil das ist ja genau das, was die Quantitätstheorie behauptet. Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Bestand, nämlich dem Geldmengenbestand, wie auch immer festgestellt, und einer Stromgröße, nämlich dem nominalen BIP oder eben dann der Preisentwicklung. Und um das festhalten zu können, muss man natürlich die Annahme einer konstanten Umlaufgeschwindigkeit postulieren. Und immer bestritten, dass es diese Konstanz gäbe. Das kann zwar sein, dass es die gibt, aber für ihn war eigentlich genau das immer das Begründungsbedürftige. Begründungsbedürftig ist nicht der schnelle Wechsel der Umlaufgeschwindigkeit, das hielt er für das Normale, sondern das Überraschende wäre eigentlich, wenn die konstant wäre. Und da die Quantitätstheorie immer von einer Konstanz oder zumindest von einer klaren Prognostizierbarkeit dieser Größe ausgeht, kommt sie eben zu diesem eindeutigen Zusammenhang zwischen Geldbestand und Preisentwicklung. Und das war etwas immer, was Stützel in dieser simplen Form bestritten hat. Da gibt es einen ganz hübschen Aufsatz von ihm, wo er so einige verschiedene Inflationstheorien Revue passieren lässt. Nun hat sich die andere Seite durchgesetzt, aber ihre Versprechungen sind ja nicht eingetreten, wie wir heute wissen. Wie hat sich Stützels Position in dieser Frage in den späteren Jahren entwickelt? Er hat ja noch 1973 Währung in weltoffener Wirtschaft veröffentlicht. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen? Jetzt mal jenseits der Debatte 68, 69 und Anfang der 70er Jahre, ob er später die Veränderung, die andere zum Beispiel wahrgenommen haben, wie ein Rolf Knieper, dass wir eine vollkommen neue Globalisierung seit 1958 erleben mit Direktinvestitionen, während früher Zahlungsbilanz rein die Handelsbilanz war, also die Exporte und die Importe, ist es ja, als dann die Kapitalsachen frei geworden sind, Direktinvestitionen möglich waren, war das ja dann nicht mehr der Fall. Und dadurch kommt ja diese Betrachtung dann ein bisschen ins Schwimmen. Können Sie dazu etwas sagen? Hat Stützel bis zu seinem Tod 1987 da noch etwas von sich gegeben?
Also es gibt drei Aufsätze von ihm, die er so im Abstand, es gibt über unsere Währungsverhältnisse, über einige Währungstheorien und über, wie hieß das, nee, das letzte hieß über unsere Währungsverhältnisse, wo er so 1983 sozusagen nochmal 10 Jahre Floating Revue passieren lässt und im Prinzip auch zu diesem Schluss kommt, dass sozusagen die Versprechen der Befürworter flexibler Wechselkurse eigentlich nicht wahr geworden sind. Also im Prinzip war er nach wie vor ein Gegner dieser flexiblen Wechselkurse. Er hat natürlich nicht unbedingt jetzt einen Vorschlag gemacht, auf welche Weise oder wie man da jetzt wieder hin zurückkehren könnte. Also das war sein, glaube, es war seine letzte größere Äußerung dazu. Also ich als Wirtschaftsgeschichtler weiß ja auch, dass alle Versuche, die nach 1971-73 versucht worden sind, zu einem weltweiten System zurückzufinden, eigentlich gescheitert sind und man eigentlich seit 1973 von einem Nicht-System sprechen kann. Das ist natürlich so, ja. Wobei es im Prinzip, das hat ja jüngst auch der Stefan Schulmeister wieder festgestellt, im Prinzip so schwierig ja gar nicht sein müsste. Es ging ja eigentlich nur um die 5 großen Währungen oder 4 großen Währungen. Das wäre der Dollar, das wäre der Euro, das wäre der Yen und jetzt neuerdings eben der Renminbi und vielleicht noch den Schweizer Franken dazu zu nehmen. Und wenn diese Währungen sich auf feste Kurse einigen würden, die eben von allen Zentralbanken auch verteidigt werden müssen, dann wäre das durchaus möglich. Aber die Frage ist natürlich, ob sozusagen allen, ob alle ein gemeinsames Interesse an einer derartigen Umgestaltung haben. Im Prinzip ist es natürlich schon möglich, wenn die Zentralbanken alle wollen, dann kommt gegen die keiner an. Natürlich kann eine einzelne Zentralbank die Abwertung ihrer eigenen Währung nicht verhindern, aber alle Zentralbanken gemeinsam könnten das sehr wohl. Nun hat sich aber das System ja so entwickelt, dass von der Währungsschlange an, von 1973 in Europa bis zur Euro-Situation, die Europäer untereinander auf fixe Systeme immer wieder versucht haben zu verständigen. Die Amerikaner eigentlich nichts dagegen hatten gegen das flexible System, weil es die Dollarisierung, also die Durchsetzung des Dollars als Weltgeld, auch über die privaten Kapitalmärkte, Euro-Dollar-Markt und so weiter, ja forciert hatte. Und insofern haben wir bei den drei großen Weltregionen, China jetzt noch als nächstes dazugerechnet, eine eigenartige Situation. Die haben dann halt eine Anbindung der Währung an den Dollar vorgenommen, seit sie 1980 in die Weltwirtschaft eingetreten waren. Also die Interessenlage auch des unterschiedlichen Entwicklungsstandes und von den Europäern die Sicht auf dieses exorbitante Privileg der Amerikaner hat zu vollkommen unterschiedlichen Strategien geführt und hat eigentlich jegliche Gesamtlösung eigentlich immer unmöglich gemacht. Ja, das ist sicher so. Jetzt die Frage ist, ob das auf Dauer so bleiben muss. Aber da kann man natürlich endlos lange darüber spekulieren. Da möchte ich auch jetzt gar nicht unbedingt weitermachen. Mich hat eben nur imponiert, dass Sie den Schweizer Franken als 5. Währung genannt haben, nicht das britische Pfund. Stimmt, ja, ich hätte auch das britische Pfund nehmen können. Ne? Das, aber das ist nicht so schlimm jetzt. Ja, ich hätte auch das britische Pfund nehmen können. Ich hab mich jetzt einfach darauf bezogen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, es gibt ja in diesem Reservewährungskorb des IWF, da ist ja jüngst jetzt der Renminbi aufgenommen worden. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, der Renminbi ist, glaube ich, die 5. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was die 4. genau war. Also es sind Dollar, Euro und Yen, aber ich nicht mehr, weil es gibt, muss noch eine 4. geben, das weiß ich jetzt aber nicht genau, welche das ist. Naja, es muss entweder das britische Pfund oder der Schweizer Franken sein. Es hat signifikante Verschiebungen in den seit der Finanzkrise gegeben in der Benutzung. Es gibt ja die Benutzung von Devisen über den Zahlungsverkehr. Da ist die USA ungefähr bei knapp 60%, die Europäer also bei paar 20 oder knapp 30%. Und die Benutzung der Devisen als Handelswährung, da hat der Dollar nach wie vor eine unangefochtene Stellung zwischen 85% und 90%. Aber da hat der Renminbi zum Beispiel den Euro schon überholt gehabt in einem Spitzenwert von 9%. Das war eigentlich so ein Indiz für einen signifikanten Beginn von Wandel im System. Aber ich möchte jetzt nicht länger hier am Weltwährungssystem weitermachen, sondern da können wir natürlich den Herrn Schulmeister auch dazu holen nochmal und vielleicht dann gemeinsam da über diese Vorstellungen, die er da geäußert hat,
weiter diskutieren. Zurück jetzt zu unserer Arbeit von ANAP, wo wir ja versuchen, das Werk von Stützel nutzbar zu machen, um eine neue Makro- oder eine wirtschaftswissenschaftliches Paradigma zu entwickeln. Und das ist ja auch in den Diskussionspapieren, die Sie veröffentlicht haben, an der Hochschule in Karlsruhe. Da war Ihr erstes Paper noch über den Staatsbankrott von 2014, aber dann haben Sie sich schon mit Stützels Thesen auseinandergesetzt im Hinblick auf Böhm-Bawerks Zinstheorie. Und dann das letzte Werk, was für uns am interessantesten dann war halt Ihre Reforming the Undergraduate Macroeconomics Curriculum, The Case for Thorough Treatment and Accounting Relationships. Das liegt schon ganz nah bei dem, woran wir arbeiten oder wo halt Wolfgang, Nikolas und Thomas Weiß arbeiten. Vielleicht können wir an der Stelle hier einen Übergang machen, Wolfgang, dass du hier übernimmst die Diskussion mit dem Herrn Schmidt. Ja, ganz gerne. Herr Schmidt, ich habe Ihnen ja schon einige Folien zugeschickt, mit der Sie sich so ein bisschen Bild machen konnten davon, was wir hier versuchen zu machen. Hätte jetzt doch auch einige spezifische Fragen an Sie, was Ihre Arbeit angeht. Sie haben ja schon vor einigen Jahren einen Aufsatz veröffentlicht über die Bedeutung der Seidenmechanik für die makroökonomische Theoriebildung. Und ich denke doch, dass der Wolfgang Stützel mit seinem Werk, von dem die Seidenmechanik ja eigentlich nur der wichtigste Teil ist, die dieses Werk aber gar nicht erschöpft, da ganz wichtige Beiträge zu leisten hätte. Und habe in dem Pad, was Sie da wahrscheinlich auch vor sich haben, mal einige Punkte dazu aufgelistet, wo ich da ganz wichtige methodische und inhaltliche Beiträge sehe, die der Stützel für eine Weiterentwicklung der makroökonomischen Theorie, speziell natürlich der monetären Makroökonomik, da liefern könnte. Und also methodisch gesehen finde ich schon mal sehr bemerkenswert, dass er generell so rangeht, dass er diese Kontroversen zwischen Neoklassikern und Keynesianern nicht durch eine Entscheidung für eine dieser beiden Seiten auflösen will, sondern im Prinzip zeigen möchte, dass diese beiden Theorien teilweise was Richtiges sehen, aber falsch verallgemeinern und sich diese positiven Erkenntnisse als Sonderfälle in ein allgemeineres, seidenmechanisch fundiertes Modell problemlos integrieren lassen. Das heißt, viele Kontroversen lassen sich dadurch dann, das ist das Ziel von Stützel, ganz einfach rational erledigen. Und inhaltlich erreicht er das durch Unterscheidungen, die üblicherweise eben nicht getroffen werden, weil in diesem begrifflichen Bereich oft unscharfe Begriffe verwendet werden. Und die wichtigsten, die ich da bis jetzt bei Stützel gefunden habe, habe ich unten mal aufgelistet. Also das fängt an mit der Zweiteilung des Objekts der Geldtheorie, die bei Morris Copeland, auf dem ja viele der amerikanischen monetären Makroökonomen heute aufbauen, einfach fehlt, die aber selbstverständlich im betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen eigentlich täglich angewendet wird, nämlich die Unterscheidung zwischen Einzahlungen und Auszahlungen und Einnahmen und Ausgaben als zwei Arten von Money Flows. Dazu zählt natürlich auch die systematische Unterscheidung von Partialaussagen, die immer nur für Einzelne oder Gruppen gelten können und Globalaussagen, die immer nur für die geschlossene Gesamtwirtschaft gelten können und dann eben Sätze zur Größenmechanik und vielleicht das Wichtigste, die Unterscheidung von vier unterschiedlichen Gleichheitstatbeständen, die oft gleichgesetzt werden. Und jetzt wäre einfach meine Frage an Sie, wo sehen Sie die Spezifik von Stützels Werk, mit der man die heutige makroökonomische Theorie bereichern und verbessern könnte?
Und was sind zu diesen Themen Ihre Ziele oder Ihre Forschungsvorhaben? Okay, ist natürlich nicht ganz einfach. Vielleicht zunächst mal, es ist meines Erachtens eine Schwierigkeit, wenn Sie jetzt von der deutschen Begrifflichkeit herkommen. Es ist nämlich nicht unbedingt so, dass diese Schmalenbachsche Treppe, die wir hier im deutschen Rechnungswesen haben, nicht? Also Einzahlung, Einnahme, Ertrag, Leistung beziehungsweise Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten, dass das nicht so eins zu eins sich im amerikanischen Rechnungswesen wiederfindet. Sie haben da eben zum Beispiel diese Unterscheidung zwischen Income and Expenses und diese Expenses, das kann dann sowohl eben Ausgaben als auch eben Abschreibungen beinhalten. Also der Fabian Lindner, der schon vor mir versucht hat, das ein bisschen ins Englische zu bringen, der ist ja auf diese Schwierigkeit gestoßen, dass es eben, dass sich gerade auch diese deutschen Unterscheidungen des Rechnungswesens sich nicht eins zu eins im amerikanischen Rechnungswesen oder im angelsächsischen Rechnungswesen wiederfinden. Ja. Ich hab da drum eben zum Beispiel auch versucht, dieses Ertrag, Aufwand, Yields und Costs einzuführen, um diese Unterscheidung zu machen und hier nicht von Income and Expenses zu sprechen. Einfach deswegen, weil Yields minus Cost ergibt dann den Profit und Profit ist in der VGR wiederum das Income des Unternehmenssektors. Schon das ist dann nicht ganz einfach. Also Darf ich da ich gleich würde. vielleicht einhaken? Also wir sind auf dasselbe Problem auch schon gestoßen und waren dann recht begeistert davon, dass Sie da so eine bruchlose Übersetzung hinbekommen haben. Das hatten wir nämlich auch versucht und da hatten wir unheimliche Schwierigkeiten. Aber ist es nicht so, dass zumindest die Unterscheidung zwischen Einnahmen und Ausgaben und Einzahlungen und Auszahlungen eigentlich überall da vorausgesetzt werden muss, wo es eine Wirtschaft gibt, die auf Verträgen beruht, die dann eben auch Kreditbeziehungen ermöglichen und damit auch das Auseinanderfallen von Vertragsschluss und letztendlich der Zahlung. Ich glaube, das ist doch der Kern dieser Zweiteilung der Geldtheorie und das müsste sich doch eigentlich auch im amerikanischen Rechnungswesen finden, das eben auf dem Common Law beruht und nicht auf dem Continental Law. Das Continental Law ist da natürlich begrifflich sehr viel klarer, weil es formalisiert, systematisiert und kodifiziert ist, was im Common Law nicht so der Fall ist. Deswegen ist es da, glaube ich, viel schwieriger zu sehen. Aber rein von der Praxis her müssten doch die Kaufleute, weil sie es auch mit Verträgen, mit Eigentum zu tun haben und auch mit Haftung aus Verträgen zu tun haben, genauso sorgfältig diese Unterscheidung treffen, wie deutsche Kaufleute und deutsches Rechnungswesen auch in irgendeiner Form. Nehme ich schon auch an. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so tief in das amerikanische Rechnungswesen eingestiegen. Habe jetzt allerdings umgekehrt, habe jetzt auch keinen Protest irgendwie gehört, als ich das bei der Zeitschrift eingereicht habe. Also es gab jetzt keinen von den Gutachtern, der irgendwie gesagt hat, dass das so überhaupt nicht zu dem passt, was Sie aus dem Rechnungswesen kennen. Wer auch immer jetzt da die Gutachter gewesen sind, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also von daher ist schon anzunehmen, dass sowas da auch drin vorkommt. Was ich beim Schlüssel sonst eben sehr gut finde, ist, und das versuche ich eben auch in der Lehre irgendwie rüber zu bekommen, eben diese genauen begrifflichen Unterscheidungen. Ich sage immer scherzhaft zu meinen Studenten, also eigentlich müssen Sie, wenn Sie genau sein wollen, müssen Sie aus Ihrem Wortschatz eigentlich drei Dinge streichen. Erstens das Wort sparen, zweitens das Wort Kapital und drittens das Wort Geld. Sie müssen ihm jeweils genau sagen, was Sie eigentlich meinen. Und das ist eben das, was der Stützel hier relativ versucht, sozusagen strikt durchzuziehen. Und wenn man das macht, dann werden einem tatsächlich viele Dinge recht schnell klar, nicht? Und gerade wenn man diesen unscharfen Begriff des Sparens nimmt
und ihn gegen die jeweilige Bedeutung austauscht, die dann tatsächlich gemeint ist, dann kommt es eben genau dazu, was ja auch das Anliegen von Stützel war, dann lösen sich etliche der Kontroversen einfach in Luft auf. Ne? Genau, und darin würde ich eigentlich einen Beitrag von Stützel schon auf der methodischen Ebene sehen, nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, weil er das ja auf unterschiedlichste Begriffe anwendet. Nicht nur auf den Begriff Sparen, sondern eben auch auf diesen Begriff des Gleichgewichts in der Neoklassik, wo er dann hergeht und vier unterschiedliche Gleichheitstatbestände unterscheidet und zeigt, dass die eben unabhängig voneinander gegeben sein können, sodass sich eine Vielzahl möglicher Fälle ergibt, die er dann in Form so einer dreidimensionalen Tabelle alle darstellt. Also allein von der Methode her ist es schon so hervorragend und klärend, dass ich da einen ungeheuer wertvollen Beitrag drin sehe. Ja, das ist zweifellos so, ne? Das ist sicher so. Ja, also das ist natürlich auch der Grund, warum ich das relativ ausführlich eben auch mache, um diese Klärung da einigermaßen herbeizuführen, zumindest in den Köpfen der Studierenden. Vielleicht können wir da gleich anschließen. Eine weitere ganz wichtige Unterscheidung, die der Wolfgang Stützel ja trifft, ist die zwischen rein saldenmechanischen, trivial-arithmetischen Aussagen, die im Prinzip überhaupt nicht zu widerlegen sind, sondern reine Logik darstellen und die einfach auf buchhalterischen Identitäten beruhen. Gleichzeitig, er betont natürlich die Bedeutung dieser Sätze und konzentriert sich auch in der Saldenmechanik im Prinzip zunächst darauf mal, sagt aber gleichzeitig, dass diese Art von Aussage für sich genommen im Grunde genommen eigentlich wertvoll ist, gar nicht wertvoll ist, wenn man ökonomische, also sehr wertvoll ist, aber nicht ausreicht, wenn man ökonomische Vollaussagen treffen will. Und da kommt man eben nicht drum rum, Verhaltensvermutungen, das heißt wirklich intentional handelnde Subjekte, in das Modell einzubauen. Und bis zu einem gewissen Punkt macht er das dann auch in den Paradoxa, und verweist dann auf ein früheres Werk von 1952, Wert, Preis, Macht, wo er also beansprucht, eine allgemeine ökonomische Machttheorie zu liefern, die im Prinzip auf einer Preistheorie beruht. Und das finde ich also nochmal eine wiederum ungeheuer gut und sparsam gemachte Weiterentwicklung dieses saldenmechanischen Frameworks. Wenn er zum Beispiel die beiden Begriffe Angebot und Nachfrage hernimmt und die dadurch in das saldenmechanische Framework integriert, dass er im Prinzip nur, was implizit in diesen Begriffen drinsteckt, explizit macht und sagt, wenn jemand etwas nachfragt, möchte er etwas kaufen und das bedeutet natürlich auch, für diesen Kauf muss er Ausgaben tätigen. Das heißt, die Nachfrage entspricht den geplanten Ausgaben und mit dem Angebot entsprechend umgekehrt. Das entspricht dann den geplanten Einnahmen und schon hat er das rückbezogen auf dieses präzise saldenmechanische Framework. Wirklich hervorragend gemacht. Und meine Frage an Sie dazu wäre einmal, inwieweit Sie sich mit diesem älteren Werk von Stützel, mit seiner Dissertation von 1952, Wert, Preis, Macht, die, glaube ich, also 1972 erst veröffentlicht wurde, schon beschäftigt haben, wie Sie die Rolle da sehen und wie Sie die einbeziehen möchten in Ihre Arbeit. Und dann vielleicht auch noch die Frage, wie Sie Stützels Keynes-Kritik oder die Kritik der auch der Post-Keynesianer sehen, wo Stützel ja sagt, implizit unterstellen die eigentlich immer Käufermärkte. Das ist aber nicht der generell gegebene Fall, sondern es ist nur ein Sonderfall und er zeigt es durch ein ganz einfaches Gegenbeispiel in den Paradoxa, nämlich die Zeit von 1945 bis 1947 in Deutschland, wo wir natürlich eine Mega-Inflation hatten und die Preise administrativ dann gedeckelt wurden und da hat man natürlich Verkäufermärkte. Also diese beiden Punkte, der generelle Punkt Stützels Wert- und Preistheorie von 1952 und dann die
Keynes Kritik, die im Prinzip darauf auch beruht. Also zum Ersten, das Wert, Preis und Macht habe ich mir wieder mal vorgenommen. Ich habe auch ein bisschen schon reingeschaut, aber das habe ich noch nicht wirklich so durchdrungen, dass ich da wirklich was Substanzielles dazu sagen könnte. Ich habe schon den Eindruck, dass er da irgendwas Wichtiges formuliert, aber ich habe so beim ersten Lesen, habe ich schon gemerkt, da muss man sich ziemlich reinknien. Ne? Es gibt einen Punkt, wo sich Stölzl immer selbst im Weg gestanden ist, und das ist seine sehr, sehr eigenwillige Begriffsbildung. Die ist sehr amüsant natürlich zu lesen, und wenn man sie mal verstanden hat, ist sie zum Teil auch ganz gut. Aber so, wenn man so diese Geschichten, die mehrstufigen Dobalmengengefüge, wenn man das irgendjemandem erklären soll, was das ist, dann ist das schon schwierig. Also Stölzl hat so eine der wesentlichen Eigenschaften der deutschen Sprache, ne, die Möglichkeit, 2, 3 oder 4 Begriffe aneinander zu kleben und dadurch einen neuen Term zu generieren. Das hat Stölzl wirklich bis zum Exzess ausgereizt. Das hat möglicherweise auch der Verbreitung seiner Ideen selber ein bisschen im Wege gestanden, ne? Weil das ist erstens nicht übersetzbar und es ist manchmal auch schon im Deutschen ein bisschen schwer auseinander zu klamüsern. Sonst hat er nämlich eigentlich eine sehr klare Schreibe, wie ich finde. Das Zweite, was die Keynes-Kritik anbetrifft, die ist natürlich im Prinzip richtig. Aber man merkt natürlich, das Beispiel macht auch sehr klar, wo sozusagen Verkäufermärkte etwas Dominierendes sind. Das sind etwas Dominierendes in Mangelwirtschaften. Ich würde sagen, heute in den fortgeschrittenen Industrieländern und allmählich auch in den allermeisten Schwellenländern brauchen wir gar nichts anderes zu unterstellen als Käufermärkte. Also es ist natürlich klar, dass man aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges hier noch eine ganz andere Möglichkeit plastisch vor Augen hat. Aber mir scheinen, gerade auch aufgrund seiner Beispiele, diese Verkäufermärkte scheinen mir etwas zu sein, was eben ein typisches Kennzeichen dann von Mangelwirtschaft. Und von daher würde ich sie für die meisten oder würde ich für die Industrieländer als kein wirklich relevantes Gegenargument ansehen. Naja, es kommt jeweils auf die Situation, glaube ich, an. Und wie der Stölzl richtig sagt, für die Preisentwicklung muss man natürlich auch Verhaltensvermutungen einbeziehen. Wenn wir extrem hohe Inflationserwartungen haben, dann werden die meisten Wirtschaftssubjekte natürlich versuchen, ihre Ausgaben zu steigern, ihre Einnahmen zu verringern, weil sie steigende Preise erwarten. Das wird dann zu steigenden Preisen auch führen. Und man wird in der Situation dann auch eher, denke ich mal, ins Sachvermögen gehen. Und die Nachfrage wird sehr hoch sein, während das Angebot nach Sachgütern dann natürlich eher zurückgehalten werden wird. Also das, glaube ich, würde dann schon zu einer Situation führen, die dann auch Verkäufermärkte nach sich ziehen würde. Aber das müssen wir vielleicht gesondert noch diskutieren. Was die Sprache angeht von Stölzl, da habe ich dieselben Probleme auch wie Sie gehabt. Aber das würde doch unter anderem bedeuten, wenn Stölzl wirklich so fruchtbare Arbeit gemacht hat, dann wäre eine wichtige Aufgabe für die Forschung, das in eine einfachere und verständlichere Sprache zu übersetzen. Das sollte ja nicht unmöglich sein. Ja, das stimmt. Das ist natürlich richtig, ja. Klar. Also da hat vor allem der Fabian Lindner in seinen Aufsätzen das schon an einer oder anderen Stelle versucht, sich von diesem Vokabular zu lösen und ein bisschen was Einfacheres da an dessen Stelle zu setzen. Ja, also zu Ihrer Arbeit würde mich trotzdem auch nochmal interessieren, was da Ihre weiteren Ziele sind, die Saldenmechanik nutzbar zu machen für die Weiterentwicklung von makroökonomischer Theorie auch und auch inwieweit es da schon Netzwerke dazu gibt, die da an ähnlichen Zielen arbeiten und mit denen man da kooperieren könnte. Also bisher ist mir nur der Fabian Lindner wirklich begegnet und der Severin Reißel, und dass der Heiner Flassbeck ein Schüler von Stölzl war, ist ja auch bekannt.
der, glaube ich, aber da nicht mehr so sehr an Forschung interessiert ist, sondern eher an politischer Arbeit. Da würde mich schon interessieren, in welchen Zusammenhängen Sie da arbeiten und auf welche Ziele Sie dahin arbeiten. Also ich habe schon seit geraumer Zeit eigentlich das Ziel, dass sozusagen ein Buch entstehen soll mit dem Arbeitstitel Einführung in das gesamtwirtschaftliche Denken. Ich hatte eigentlich gehofft, ich hatte jetzt gerade ein Forschungssemester, ich hatte eigentlich gehofft, dass da schon ein bisschen mehr weiterzuentwickeln. Da sind jetzt allerdings mehr Aufsätze rausgekommen, weil ich leichtsinnigerweise die ein oder andere Zusage gemacht habe. Allerdings habe ich da dann auch ein bisschen aus den Stützel zurückgreifen können. Aber das wäre in der Tat etwas, was mir vorschwebt, so eine etwas zusammenfassende Darstellung, eben ausgehend von den saldenmechanischen Überlegungen, sozusagen, was heißt das eigentlich, wenn man gesamtwirtschaftlich denkt, was unterscheidet das von der einzelwirtschaftlichen Betrachtungsweise? Und dann eben auch schauen, wie weit kann man das auf bestimmte wirtschaftspolitische Probleme anwenden? Also ganz, ganz simple Überlegung wäre, zu sagen, man nimmt Ziele des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes und schaut sich an, was kann man jetzt dazu sagen, wie ändern sich sozusagen die Überlegungen, wenn man die saldenmechanische Betrachtungsweise und die saldenmechanischen Zusammenhänge ernst nimmt. Ein Name, den man noch nennen kann, das ist jetzt neben dem Fabian Lindner und Severin Reisel, das ist der Dirk Ehns. Der war an einem Liberal Arts College in Berlin oder ist noch da an einem Liberal Arts College in Berlin. Der hat vor, ich glaube, ein, zwei Jahren ein Buch vorgelegt, Kredit und Kapital hieß es, glaube ich, eine europäische Perspektive. Und der arbeitet sehr stark, also der kommt natürlich auch von dieser saldenmechanischen Überlegung her, aber der arbeitet sehr stark, versucht das alles eben mit einfachen Bilanzen, T-Konten zu erläutern, Geldschöpfung und die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge. Also der ist, glaube ich, auch daran, in der Richtung an einem Buch zu schreiben. Der wird jetzt auch am übernächsten Wochenende auf der Berliner FMM-Konferenz da sein und da ein paar Überlegungen vorstellen. Den Dirk Ehns durften wir schon als Gast bei uns hier begrüßen. Also da haben wir schon eine spannende Überschneidung. Trotzdem danke für den Hinweis. Wolfgang, bitte. Ich wollte ganz kurz eine Zwischenbemerkung machen, Wolfgang, wenn es geht. Sie sind ja aufgetreten bei dem Verein für Sozialpolitik letztes Mal bei diesem Panel, wo auch heterodoxe Forscher aufgetreten sind. Wie ist denn da Ihre Erfahrung mit dem Werk von Stützel im heterodoxen Lager in der deutschen Wirtschaftswissenschaft? Wir sind ja hier auf dem Server von PluraleWatch, also von dem pluralen Netzwerk, da sind Sie auch schon mal aufgetreten und hat eine Vorlesung oder einen Vortrag gehalten. Wie sieht's denn da aus in diesem doch sehr heterogenen, in dieser heterogenen Landschaft? Also ich glaube, da bin ich zu wenig von. Es gibt schon Leute, die dafür Interesse haben und das irgendwie aufnehmen wollen. Also der Helge Peukert ist da sicherlich auch dran interessiert. Der hat mich ja damals auch eingeladen, dass ich da vortragen soll. Ansonsten ist so ein bisschen mein Eindruck, da gibt's halt viele Leute mit allen möglichen Ideen, mit auch zum Teil mit recht viel normativem Überschuss. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, in welche Richtung das am Ende hinläuft. Da gibt's eben sehr, sehr viele Vorstellungen, die ganz, ganz unterschiedlicher Natur sind. Also da haben sie Vollgeld und gerade auch bei dieser letzten pluralen Ergänzungsveranstaltung, da sind ja doch auch, ja, wie soll ich es nennen, ein paar sehr bemerkenswerte Leute aufgetreten, wo man aber jetzt nicht unbedingt den Eindruck hat, dass das irgendwas ist, was da weiterführend wäre. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob die heterodoxe Szene irgendwie mal zu sowas wie einem Konsens kommt. Will sie vielleicht ja auch gar nicht. Ne? Auch die Heterodoxen zerfallen ja in ganz verschiedenartige Strömungen. Auch die Österreicher bezeichnen sich ja selber als heterodox. Also
Ich bin da immer ein bisschen unschlüssig. Das ist ein, also es ist im Ganzen eine sehr bunte Truppe. Aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass das mal in irgendeine Richtung mal zusammenläuft. Und das ist meines Erachtens das, was doch irgendwie notwendig wäre, wenn man sozusagen eine echte Alternative entgegenstellen will. Ja, das teile ich also vollkommen mit Ihnen, Herr Schmidt, diese Einschätzung. Aber um da gleich anzuknüpfen, wenn man sich mal anschaut, was sich da so tummelt auf diesem heterodoxen Feld, vor allem bei den Post-Kantianern, gibt es ja doch mindestens drei Ansätze, die schon relativ weit in die Richtung eigentlich gegangen sind, die Wolfgang Stützel auch vorschweben. Und das ist einmal, das nennen Sie auch selber ja in Ihrem Paper, der Ansatz des Stock-Flow-Consistent-Models von Wynne Godley entwickelt, und der Marc Lavoie, der trägt das ja jetzt weiter. Und von diesen Leuten haben auch der Randall Ray und die Leute um ihn rum von der Modern Monetary Theory ja mittlerweile immerhin schon mal das Sectoral Accounting übernommen. Also im Prinzip sind die jetzt so weit, dass sie sagen, wir legen das, was in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zugrunde gelegt wird, dieses Makro-Accounting, dass die Summe der Einnahmen und Ausgaben, sagen sie nicht, die machen das noch auf der Ebene der Stocks, immer gleich Null ist, also das Finanzvermögen sozusagen für alle Sektoren in der Summe immer Null geben muss. Was sie aber noch nicht machen, ist diese Unterscheidung der zwei verschiedenen Money Flows, die der Stützel eben ganz klar macht, was ja auch ungeheuer sinnvoll und fruchtbar ist. Und natürlich auch das Gleichschrittkonzept ist da noch überhaupt nicht angekommen. Aber in diesem Bereich, also Stock Flow Consistent Models, Modern Monetary Theory und vielleicht auch Money View, den der Perry Merling vertritt und der auch im Prinzip auf bilanzorientierten Perspektive beruht, da sehe ich doch die wichtigsten Anknüpfungspunkte, weil da schon die größten Gemeinsamkeiten eigentlich vorhanden sind. Aber da trifft man natürlich sofort auf das Problem, was Sie vorher benannt haben, mit der unterschiedlichen Rechtskultur, die hinter der Buchführung dort auch steht, und der weniger klaren Begrifflichkeit dort im Accounting und im Recht sowieso. Insofern wäre da meine Frage noch, bevor ich nochmal ganz gern auf die rechtlichen Fundamente eingehen wollte von Geldwirtschaft und Märkten, die für uns auch ein wichtiges Thema sind, da nochmal die Frage an Sie: Inwieweit haben Sie sich mit diesen drei Ansätzen schon genauer beschäftigt, und welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt und welche Eindrücke? Also ein bisschen bin ich in die Stock-Flow-Consistent Models reingegangen. Ich habe, also die sind meines Erachtens, die versuchen ja sozusagen, das ist ja keine reine Saldenmechanik, sondern die versuchen ja durchaus, das sind ja eben wirkliche Modelle, die eben auch dann bestimmte Verhaltensannahmen und entsprechende Verhaltensgleichungen drin haben. Bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht manchmal, also gerade wenn es jetzt um eher ein einführendes Verständnis geht, ob die nicht manchmal auch schon zu komplex werden, zu kompliziert werden. Und natürlich manche Sachen, die fehlen halt einfach da auch noch drin. Ne? Also diese, eben, Sie haben es schon gesagt, diese Gleichschrittgeschichten, mit denen man ja sozusagen viele, viele Geschichten, so neoklassische Modelle, die kann man immer sich sehr schön herleiten, oder die kann man immer sehr schön plausibel machen, wenn man eben Gleichschrittannahmen reinsetzt, dann ist es eben, ja, dann ist das eben eine wesentliche Annahme da drin. Und ja, also ich würde bei denen sagen, die haben, das ist sicherlich etwas, wo man viele Berührungspunkte findet.
Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt notwendig ist, sozusagen dass man das jetzt irgendwie genau verzahnen will. Das Problem ist immer, wenn man irgendeinen anderen Ansatz hernimmt, dann muss man den erst genau auseinanderbauen und dann schauen, wo kriegt man sein eigenes oder den zusätzlichen Gedanken nun in diesem Ansatz genau wieder rein. Das ist natürlich wieder ein ziemliches Stück Arbeit, wenn man das tatsächlich macht. Ja, das ist natürlich richtig. Also dann sind Sie da noch nicht tiefer eingestiegen und mein Eindruck war auch, dass eben die Verhaltensannahmen da doch wesentlich komplizierter schon sind als die Stütze trifft und einführt und auch nicht so klar getrennt werden von der reinen Buchführungsebene, wie das bei Stützel der Fall ist. Ja, aber weiter sind wir da bisher ehrlich gesagt auch noch nicht gekommen. Also einige bei uns haben sich sehr intensiv mit dem Money View auseinandergesetzt. Ich ein bisschen mit Modern Monetary Theory und bei Stock Flow Consistent Models habe ich auch ein bisschen reingeschaut, bin aber da auch nicht wirklich tiefer eingestiegen. Also vielleicht das noch bei dem Modern Monetary View. Ich habe da immer wieder mal Vorträge von Leuten gehört. Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig drüber, aber ich habe den Eindruck, dass die ein bisschen ihr Konzept überziehen. Also man hat bei denen so den Eindruck, es gibt überhaupt keine irgendwie geartete Beschränkung der Zahlungsbilanz mehr. Also der souveräne Staat, der kann so viel Geld herstellen, wie er will. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Aber es scheint bei denen, also es ist eben doch ein Unterschied, welche Währung das ist. Und es führt eben kein Weg dran vorbei, dass es für einen Staat, der jetzt eben nicht, oder für ein Land, das eben nicht den Dollar hat oder sonst irgendeine allgemein akzeptierte Währung, dass solche Länder eben sehr wohl beispielsweise Beschränkungen bei der Zahlungsbilanz unterliegen, die nicht einfach nach Belieben sagen können, boah, interessiert uns alles nicht und wir finanzieren uns alles, indem der Staat eben das Geld zur Verfügung stellt und da gibt's keine Budgetbeschränkungen. Also da ist mein Eindruck, dass die den richtigen Kern, den die Geschichten haben, dass die den da doch etwas überziehen. Es gibt ja das interessante Bonbon, Entschuldigung Wolfgang, dass man sagt, dass die MMT eigentlich nur auf die USA anwendbar ist. Das ist auch mein Eindruck, ja, genau. Genau, da stimme ich auch zu. Wobei ja der Dirk Ehens von der MMT herkommt und die sehr stark vertritt. Aber mein Eindruck bei der MMT ist auch, dass es ein sehr etatistisches Modell ist. Und das liefert uns jetzt vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu den rechtlich-institutionellen Fundamenten für Geldwirtschaft. Denn da sehen wir in vielen ökonomischen Theorien eine Lücke, die auch eine Quelle ist für viele Missverständnisse. Gerade zum Beispiel am Beispiel der MMT lässt sich das ganz gut zeigen. Die MMT ist eben letztendlich ein sehr etatistisches Modell, das ja den Staat zum Employer of Last Resort machen will und unterstellt, dass der Staat sozusagen, wie Sie vorher gesagt haben, überhaupt keine Budgetbeschränkung unterworfen sei und dass das im Prinzip für alle monetär souveränen Staaten gleichermaßen gelten würde, was ich nicht so sehe. Zum anderen, was natürlich daran richtig ist, ist, dass ein Staat nicht derselben Budgetbeschränkung unterliegt wie ein privates Unternehmen. Und das haben Sie ja in Ihrem Aufsatz wunderbar rausgearbeitet und wunderbar gezeigt über die Grenzen staatlicher Zahlungsunfähigkeit, glaube ich, ist der Titel. An dem Punkt würden wir aber einhaken und sagen, dass es doch ganz wichtig ist, wenn man unterschiedliche Länder betrachtet und deren Währungen betrachtet, auch die unterschiedliche Qualität der Rechtssysteme, die diesen Währungen und diesen Wirtschaften zugrunde liegen, mit zu betrachten und sich zunächst mal klar zu machen, dass Rechnungswesen und Buchhaltung ja im Prinzip nur eine Buchhaltung über Rechtstitel ist, die in Geld bewertet werden können. Das heißt, jeder Bilanzeintrag ist prinzipiell ein geldwertes Recht.
Und auch beim Sachvermögen ist es im Prinzip so, das Vermögen besteht eben in dem Rechtstitel und nicht in der Sache selber. Wenn ich zum Beispiel ein Haus vermietet habe und das Haus selber gar nicht besitze, sondern das Haus 1000 Kilometer weg ist, kann ich natürlich als Eigentümer trotzdem das Haus auf der Aktivseite meiner Bilanz als Vermögenswert führen, während der Mieter das natürlich nicht kann. Und daran sieht man eben, dass der Eigentumstitel und die Sache selbst nicht dasselbe sind. Aber was natürlich auch auffällig ist, ist, dass Länder, die eine sehr unzuverlässige Rechtsordnung haben, wo das Recht, dass keine, das heißt, du musst den Knopf drücken. Ja, dass es also in solchen Ländern oft keine Vertragssicherheit gibt, Verträge also nicht durchgesetzt werden können, oft die Eigentumsrechte völlig unzureichend dokumentiert sind und die Staaten auch Steuerforderungen gar nicht durchsetzen können, dass sich sowas natürlich auch nicht nur auf die Währung auswirkt, sondern ganz stark auf das Verhalten der Leute selbst. Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel innerhalb der Eurozone wäre da Griechenland. Das wird ja oft so mitdiskutiert, aber nicht wirklich systematisch in den Blick genommen und zwar immer wieder angemahnt, aber ganz selten von Ökonomen, bestenfalls noch von Institutionenökonomen, aber gleich mal schon gar nicht von keynesianischen Ökonomen. Und der Wolfgang Stützel hat 1952 in Wert, Preis und Macht das auch ganz klar bemerkt und also bemängelt, dass in Wirtschaftstheorie und Staatstheorie und generell in der Rechtstheorie keine systematische Verbindung da ist, sondern diese Bereiche sich verselbstständigt haben, eigene Grundbegriffe definiert haben und insofern da so eine Art Dissoziation stattgefunden hat, die gefährlich ist. Und er hat das dann später nicht wieder aufgegriffen, dieses Thema, vielleicht auch bedingt durch die historische Situation, dass er sozusagen solche rechtsunsicheren Verhältnisse natürlich selber miterlebt hat nach dem Krieg in Deutschland, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, das aber dann in den 50er Jahren, nachdem 48 das Grundgesetz kam und sich die Verhältnisse in Deutschland stabilisiert haben, nicht mehr ein vordringliches Problem für ihn war. Die Frage ist aber, ist es nicht für uns heute mit der Entwicklung der EU ein Problem, was nicht mehr irgendwo in der fernen Welt sich abspielt, sondern direkt innerhalb der Eurozone und wenn man weiter nach Süden geht, vor der Türe, wenn man nach Afrika schaut, natürlich noch viel mehr. Das heißt, es ist ein Problem für die Entwicklungstheorie. Und da wäre unsere Frage an Sie, inwieweit Sie sich mit dieser Thematik schon beschäftigt haben, also Institutionenökonomik, institutionelle Fundierung, rechtlich-institutionelle Fundierung der Geldwirtschaft und der ganzen Frage auch der Entwicklungstheorie. Oh ja, da geht's jetzt weit. Ne? Also ich bin vorwiegend doch eher so der klassische Makroökonom, aber natürlich, ich habe längere Zeit auch mal ein bisschen den Heinzon und Steiger gelesen und die versuchen das ja sozusagen alles an dem Eigentumstitel festzuhalten. Meines Erachtens ist das auch so der Versuch, ne? Man will es mit einem einzigen Instrumentarium, will man jetzt die ganze Welt erklären. Ja. Was daran natürlich richtig ist, und das trifft, oder was daran natürlich richtig ist, ist, ich brauche sozusagen irgendetwas, womit, wenn also Geld eingeführt wird, dass das in irgendeiner Weise fundiert und als zuverlässig angesehen wird, dieses Geld, was man da verwendet. Und dann kann ich sagen, okay, die eine Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, das ist eben durch von Eigentümern ausgegeben, die das sozusagen dafür garantieren, dass das werthaltige Titel sind. Aber es spricht natürlich nichts dagegen,
dass das genauso gut der Start sein könnte. Das ist kein Gegensatz, sondern das ist einfach eine andere Möglichkeit, eine solche Währung zu fundieren. Aber dann darf ich eben nicht den Fehler machen, den dann die MMT-Leute machen, dass völlig wurscht ist, was das für ein Staat ist. Das spielt eben schon eine Rolle, wie dieser Staat organisiert ist, ob man dann das Geld, was der herausgibt, ob das dann allseits akzeptiert wird. Ich meine, die dritte Variante wäre, Geld ist dadurch entstanden, dass zum Teil die Tempel eben, dass die Gold- und Silberopfer verwendet und daraus Münzen geprägt haben. Und weil die ihre einen Stempel drauf gedruckt haben, hat jeder gern dieses Geld angenommen. Also es gibt alle möglichen denkbaren institutionellen Fundierungen, mit denen ein Geld ausgestattet werden kann und das dann dazu führt, dass dieses Geld allgemein als Zahlungsmittel eben akzeptiert wird. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt und es ist wahrscheinlich offen, wie das, oder es gibt sozusagen nicht die eine mögliche Lösung. Wenn ich einen Staat habe, der als allgemein vertrauenswürdig angesehen wird, dann werden die Leute auch dieses Geld akzeptieren. Wenn dieser Staat das nicht ist, dann werden es möglicherweise andere Gelder sein, beispielsweise eben dann wird es eben Bitcoin sein, das dann als Zahlungsmittel verwendet wird, weil man einfach der Technologie vertraut, die dieses Zahlungsmittel hervorbringt. Das ist meines Erachtens auch eines der wesentlichen Argumente gegen Vollgeld. Die Vorstellung, dass man die benötigten Zahlungsmittel sozusagen einfach von oben weg dekretieren könnte und dass dann die Leute nicht auf den Gedanken kommen, wenn sie zusätzliche Zahlungsmittel brauchen, das irgendwie selber sich herzustellen, sowas wie das früher die Wechsel waren. Das spielt sicherlich eine wesentliche Rolle. Also kurz und gut, jede Geldwirtschaft braucht irgendeine institutionelle Fundierung, aber die kann eben durchaus unterschiedlich aussehen. Ja, da gibt's nicht die eine richtige Lösung. Ja, da können wir eigentlich in allem, was Sie gesagt haben, zustimmen. Wobei ich doch da noch ein bisschen was Spezifisches ergänzen wollen würde. Also ich glaube, über die Entstehung von Geld zu spekulieren, das ist wenig fruchtbar, weil es einfach zu spekulativ ist. Aber wir können doch heute sagen, dass wir heute im Prinzip in einem reinen Kreditgeldsystem leben, in dem Zentralbanken Geld dadurch schaffen, dass sie Forderungen monetisieren. Natürlich können die Schuldner jeweils private sein, oder können auch Staaten sein. Sehen wir genauso wie Sie. Wir sehen auch nicht, dass es da eine Ideallösung gäbe, dass es entweder jetzt nur Private sein müssten oder nur Staaten sein sollten, sondern im Gegenteil, Staaten haben durch ihre Sonderstellung, dass sie eben Subjekte des öffentlichen Rechts sind, das heißt, die eine öffentliche Autorität darstellen, und das öffentliche Recht funktioniert eben nicht aufgrund des Prinzips von Vertrag und Konsens, sondern aufgrund des Prinzips von Anordnung und Befehl. Ja, Gesetzgebung erlässt Gesetze, an die man sich zu halten hat, und Steuern hat man zu zahlen. Man kriegt nicht ein Angebot, ob man die bezahlen will, das man auch ausschlagen kann. Ja, das wäre Vertragslogik. Der Staat hat insofern da natürlich größere Möglichkeiten als Private. Aber zunächst mal würde ich noch ganz gern auf die Frage des Vertrauens eingehen wollen. Wenn also Geld durch die Monetisierung von Schuldtiteln entsteht, ist ja die Frage, wie entsteht das Vertrauen in diese Schuldtitel? Wie entsteht das Vertrauen darin, dass der Schuldner später die versprochene Leistung auch erbringen wird? Und die Antwort, die das Recht da liefert und die Wirklichkeit im Prinzip auch liefert, ist ganz einfach. Zwang. Verträge sind nämlich zum Fälligkeitstermin einklagbar und per Zwangsvollstreckung durchsetzbar. Genauso sind Steuerforderungen natürlich per Zwang durchsetzbar. Das bedeutet, hinter diesem Vertrauen steht mehr als einfach nur so ein dahingesagtes Vertrauen, sondern dahinter steht das staatliche Gewaltmonopol. Und solange das nicht in der ökonomischen Theorie seinen Platz findet, und bei Stützel findet es seinen Platz, findet auch der Begriff von Macht ganz klar einen Platz,
Wir hören dich nicht, Wolfgang. Solange das dann nicht Teil der ökonomischen Theorie ist, haben wir kein realistisches Bild einer Geldwirtschaft, das uns erlaubt, so eine Geldwirtschaft da, wo sie noch nicht existiert, auch herzustellen. Und das ist genau das Problem der Entwicklungstheorie, dass man mit ökonomischen Theorien, die das ausblenden, nicht lösen kann, sondern im Gegenteil, da wird man, wenn man auf Entwicklungsländer schaut und Verhältnisse unterstellt, wie sie hier in Deutschland gegeben sind, so wie das zum Beispiel der Herr Flassbeck macht, zu vollkommenen Fehlschlüssen kommen. Und deswegen sehen wir da auch einen wichtigen Beitrag zu dieser ganzen Diskussion darin, die rechtlichen Fundamente der Geldwirtschaft ganz explizit zu machen und den Zusammenhang mit Wirtschaften über das vermittelnde Konzept des Rechnungswesens und der Buchhaltung, die immer eine Buchhaltung über Rechtstitel ist, und zwar vollstreckbare, durchsetzen. Wolfgang, wieder drücken. Ja. Also diese Verbindung ganz systematisch auch bewusst zu machen. Ja, das ist sicherlich richtig. Also ich stimme Ihnen auch grundsätzlich zu, ne? Also zumindest in den modernen Staaten oder mit modernen Ländern steht natürlich sozusagen der Staat dahinter. Ich bin mir nur immer nicht sicher, kann man das sozusagen so ist das sozusagen die einzige Lösung? Es gibt ja durchaus auch Strukturen, es gibt durchaus auch Gesellschaften oder nennen wir es vielleicht Gruppen, die größer sind, als dass sie über unmittelbare soziale Kontrolle funktionieren könnten, die aber trotzdem eben den Staat nicht haben und trotzdem funktioniert es in einer gewissen Hinsicht. Können Sie da konkreter werden? Ja, also ein vielleicht etwas makabres Beispiel ist das Slum. Da ist der Staat nicht präsent. Trotzdem ist es meines Erachtens keine völlig regellose Gesellschaft. Also ich habe da keine näheren, intensiveren Studien drin betrieben, aber wir haben ja ein Kind aus Kenia adoptiert und wir haben damals auch über die evangelische Kirche dort haben wir einen Besuch in einem Slumgebiet gemacht. Und ich habe dann später auch mal Berichte darüber gelesen. Da gibt's durchaus auch sowas wie Arbeitsteilung. Da gibt's Leute, die bieten Dienstleistungen an. Da ist es auch so, dass zum Beispiel praktisch jeder nicht zu Hause kocht, weil das viel zu aufwendig wäre, sondern es ist viel einfacher, wenn man zu jemandem geht, der sozusagen ein Restaurant betreibt. Aber da gibt's keinen Staat, der irgendwie für die Durchsetzung der dann dort geltenden Regeln sorgt, sondern also es gibt schon dann so etwas wie ein, dass sich so irgendwas wie eine Ordnung rauskristallisiert. Ja, das ist klar. Darf ich da schnell drauf eingehen, Herr Schmidt? Das ist klar, das behauptet auch niemand, das behaupten wir auch nicht, dass es in solchen Verhältnissen keine Ordnung gäbe. Was wir nur behaupten ist, und das würde mich auch sehr wundern, wenn Sie das gefunden hätten, dass es in solchen Verhältnissen die Möglichkeit gibt, eine Forderung, die ich gegen jemand anderen habe, an einen Dritten weiterzureichen, der die dann auch akzeptiert als Zahlungsmittel, ohne diesen ursprünglichen Schuldner genau zu kennen. Das ist nämlich genau das Grundkennzeichen von Geldwirtschaften, dass es das Geldwirtschaften von anderen Ordnungen unterscheidet. Solche informellen Ordnungen, die funktionieren wunderbar. Selbstverständlich sind die nicht regellos, da bilden sich Regeln raus. Solche Ordnungen ohne Staat werden seit 150 Jahren von Ethnologen und Anthropologen beschrieben. Da gibt es eine ganze Forschungstradition der Rechtsanthropologie und der ökonomischen Anthropologie. Und nirgends haben die das, was ich Ihnen vorher beschrieben habe, was im Prinzip uns bekannt ist als Wechsel oder als Bill of Exchange, was bis heute auch die Grundlage der Geldschöpfung durch das Bankensystem bleibt, was es da gibt. Oder haben Sie dort in den Slums irgendwelche Blechhütten gefunden, in der jemand sich als Banker betätigt hätte und Buchhaltung gemacht hat über abstrakte Geldbeträge und Verträge eingeklagt hätte bei einer unabhängigen Drittinstanz?
Nein, das natürlich nicht. Da haben Sie schon recht. Das ist natürlich etwas, was Sie eher in entwickelten Gesellschaften finden. Aber trotzdem, der Wechsel ist ja nicht erst entstanden und ähnliche Dinge sind ja nicht erst entstanden, nachdem der moderne Staat entstanden ist. Sondern das gab es ja schon vorher, das gab es ja auch schon in den mittelalterlichen Gesellschaften, wo der Durchgriff des Staates ja keineswegs so ganz eindeutig war und so klar war und wo der nicht die einzige rechtssetzende Instanz war, sondern wo das sozusagen auch innerhalb der Kaufmannsgilden selber irgendwie gelöst wurde. Also ja, das spekuliere ich. Das ist hochinteressant, dass der Wechsel ist eigentlich, stammt aus China. Und dort war die staatliche Ordnung ja so zentralistisch, dass dort diese Rahmenbedingungen für den Wechsel eindeutig von der Staatsgewalt, also vom Kaiserhaus, definiert wurde. Es ist dann über die Seidenstraßen, über arabische Händler nach Italien gekommen, wie der Herr Schmidt schon zu Recht sagt, so im 12. Jahrhundert. Und hat hier aufgrund der Tatsache, dass in Europa so ein einheitliches Staatswesen, damals waren wir sowieso noch im Übergang vom Personenverband, bis dann zur Neuzeit, zur Begründung des modernen Staatswesens, also Bordat mit Souveränität und so weiter. Es war ein langer Prozess. Am Anfang waren die Wechsel nicht übertragbar. Aber dass es unter diese Kaufmannsgilden, wie Sie beschreiben, Herr Schmidt, das gehandhabt wurde, am Anfang nicht übertragbar war auf einen Dritten. Auch das hat nochmal eine gewisse Zeit gedauert und ist dann erst mit dieser neuzeitlichen staatlichen Gründung wirklich in ein Regelwerk dann wieder integriert worden, in diesen sich bildenden Territorialstaat. Das ist eine eindeutig europäische Sonderentwicklung, die man hier konstatieren muss. Das war jetzt nur ein ganz kurzer Einwurf. Ja, und nicht nur das. Man muss ja auch sagen, selbst im Mittelalter, die Wechsel haben sich ab dem 12. Jahrhundert zunächst mal in den norditalienischen Stadtstaaten entwickelt, die natürlich auch Staatsqualität hatten. Das ist das eine. Zum Zweiten wissen wir, dass die Kaufleute sich explizit um solche Rechtssicherheit bemüht haben, indem sie zum Beispiel, und ich nehme jetzt mal das Beispiel der Hanse im Ostseeraum, sich drum bemüht haben, dass in den unterschiedlichen Städten, an denen die Kaufleute untereinander Handel getrieben haben im Ostseeraum, ein einheitliches Recht angewendet wurde, nämlich das libysche Recht, auf das sich die Kaufleute verlassen konnten, egal in welcher Stadt sie Handel getrieben haben. Das heißt, es braucht für eine gemeinsame Rechtsordnung nicht unbedingt einen übergreifenden Staat. Es braucht aber eine Rechtssicherheit, auf die man sich verlassen kann. Und eine ganz ähnliche Rolle spielt heute im internationalen Handel das internationale Privatrecht. Internationaler Handel ist natürlich auch möglich, obwohl es auf globaler Ebene keinen Staat gibt. Das heißt, da müssen wir uns dann die Rechtsordnung schon genauer anschauen. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, Wechsel und Bankwesen, die gab es natürlich im Römischen Reich und in der griechischen Antike ebenfalls schon. Und wir wissen alle, dass unsere heutigen Rechtssysteme natürlich vom römischen Recht herkommen, auf dem römischen Recht beruhen und dass die Rezeption dieses römischen Rechts auch im 12. Jahrhundert wieder angefangen hat in den italienischen Stadtstaaten, als die ersten Universitäten gegründet worden sind. Und das Recht war natürlich einer der ersten Fächer, was neben Medizin und Theologie da gelehrt wurde. Das heißt, es gibt da schon auch historisch sehr enge nachweisbare Verbindungen. Wolfgang, wir wollen jetzt vielleicht hier möchte ich mal ein kurzes Break machen und überleiten zu unserer Tagung in Budapest, INET YSI, also Young Scholar Initiative, die ja wir ein Abstract eingereicht haben, was angenommen worden ist und wir da anhand eines Buches von dem Autor Geoffrey Hodgson, meine erste Frage an Herrn Schmidt ist, ob er Geoffrey Hodgson schon kennt, uns entlang arbeiten, also an den Kapiteln dieses Buches. Und vielleicht kann der Nikolas oder du, Wolfgang, dem Herrn Schmidt vielleicht da eine kurze Einführung geben. Ja, also den Hodgson muss ich jetzt sagen, den habe ich also jetzt noch nicht groß gelesen. Den Namen, der sagt mir natürlich schon was, aber da muss ich jetzt ansonsten passen. Ja, wir arbeiten uns gerade an dem Buch Conceptualizing Capitalism von Geoffrey Hodgson ab. Seinen Ansatz nennt er Legal Institutionalism. Das ist also eben dieser Versuch,
sich die Institutionen ganz genau anzuschauen, insbesondere auch die Rechtsinstitutionen. Und er macht im Prinzip auch Begriffsarbeit. Also ihm ist ganz wichtig, eben zu unterscheiden zwischen mathematischer Genauigkeit, die sicherlich gut, sinnvoll und richtig ist, und eben konzeptioneller Genauigkeit, konzeptioneller Präzision. Und zu der kommt man nur, indem man Unterscheidungen trifft. Also Dinge haben Sachen gemeinsam und unterscheiden sich aber auch. Und wenn man dann sozusagen diese Bedeutungen, wenn man denen Worte verleiht, also und dadurch dann einen Begriff schafft, dann muss man sich halt klar machen, dass dieser Begriff irgendetwas bedeutet, und man muss es auch immer wieder mal klar machen, was er denn bedeutet, und bedeutet er tatsächlich für uns alle dasselbe. Und da macht er Vorarbeit, und seine Arbeit überschneidet sich mit unserer Arbeit eindeutig. Wir haben ihn in Bristol im April diesen Jahres kennengelernt, weil er der Vorsitzende von VINIR ist, das World Interdisciplinary Network on Institutional Research. Dort war eben ein Symposium, da war der Gunnar Heinsohn auch da, über Property Rights. Und dadurch hat sich jetzt eben ein Dialog weiter ergeben. Wir haben unser Rahmenwerk vorgestellt. Wir versuchen ja genau das, also meine Hoffnung hat sich erfüllt, dass wir diese ganzen Themen schon berühren, und ich jetzt sozusagen nur sagen kann, wir versuchen genau das zu tun, das begriffliche Rahmenwerk zu schaffen, so dass Menschen, die professionell sich mit Accounting, mit Rechnungslegung beschäftigen, professionelle Juristen und professionelle Makroökonomen und idealerweise auch professionelle Politiker, dass die, wenn sie Worte benutzen, damit dieselben Begriffe meinen. Also dass Begriffe, wenn man eben diese konzeptionelle, begriffliche Präzision anwendet und erreicht, dann steht man in der Situation, dass wenn Menschen gleiche Zeichenfolgen versuchen auszusprechen, dass dann das Gleiche darunter verstanden wird von allen Beteiligten. Und das haben wir eben in diesen vier speziellen Bereichen eben nicht. Die Makroökonomen, wenn sie was von Accounting verstehen, ist super. Beim Recht hört es dann schon meistens auf, und bis zur Politik, also dieses dialektische Verhältnis zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, bis dahin reicht es dann meistens nicht. Aber nicht zuletzt deshalb, weil unter gleichen Begriffen unterschiedliche Sachverhalte verstanden werden. Und da versuchen wir eben dran zu arbeiten, an diesem begrifflichen Rahmenwerk. Und diese Arbeit setzt sich jetzt dann fort in Budapest. Wir haben Sie ja angeschrieben gehabt. Sie haben leider keine Zeit. Das ist sehr schade. Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht nur diese Arbeit jetzt in Budapest weitermachen, sondern eben auch danach. Und ja, also wir freuen uns sehr, wenn Sie da Ihren Beitrag auch dazu leisten. Ich habe also heute eindeutig das Gefühl bekommen, dass Sie ebenfalls Lust an begrifflicher Präzision haben, Herr Schmidt. Ja, ja, das ist zweifellos so, ne? Das ist schon auch mein Eindruck, ne? Dass man, wenn irgendein Begriff verwendet wird, dass damit eben ganz, ganz unterschiedliche Dinge gemeint sind, und dass dadurch natürlich auch die entsprechenden Missverständnisse und Unklarheiten entstehen, ne? Das ist ganz eindeutig so. Also der Herr Hodgson, der hat ja am Anfang die Ideen- und Theoriengeschichte hauptsächlich forciert in seinen wissenschaftlichen Arbeiten und ist dann zu diesem neuesten Werk Conceptualizing Capitalism gekommen. Und da tut er sechs oder Schlüsselfaktoren herausarbeiten, die für ein modernes kapitalistisches System also prägend sind. Und das sind solche Schlüsselbegriffe wie Kapital, Markt, Geld und Finanzen oder Law. Also Property and Possession, das sind so Schlüsselelemente, das werden Sie in diesem Buch dann wiederfinden. Sie haben ja am Anfang einen schönen Satz gesagt, meinen Studenten sage ich ja erst einmal, sie sollen drei Begriffe vergessen. Darunter waren ja Sparen und Geld, und den dritten habe ich leider wieder vergessen. Aber das ich war denke, Kapital. Kapital, ja, danke. Und ich denke, dass für Sie dieses Buch sehr, sehr anregend sein dürfte. Absolut, gerade der Kapitalbegriff spielt eine große Rolle bei Hodgson, und er stellt sozusagen mit Schaudern fest, dass er means anything and therefore next to nothing. Also wenn man eben nicht aufpasst. Ja, also Social Capital, Human Capital sind in den letzten Jahrzehnten zu Schlagwörtern geworden und sagen eigentlich nichts. Und leider muss man halt in der Ökonomie oder bei den Ökonomen oft auch
konstatieren, dass eben nicht nur die Begriffe, die Stützel zu Recht als viel zu unscharf anmahnt, sehr unscharf verwendet werden, sondern auch Grundbegriffe aus dem Recht in völliger Bedeutungsentleerung verwendet werden. Zum Beispiel die Unterscheidung von öffentlichen und privaten Institutionen. Die Unterscheidung wird im Recht vollkommen präzise getroffen. Das sind zwei Rechtsbereiche, die auf völlig unterschiedlichen Prinzipien beruhen. Nämlich das Vertragsrecht, das ist das Privatrecht. Da geht es im Wesentlichen um Eigentum und Vertrag. Da gehört auch das Schuldrecht dazu, was natürlich für Kredit absolut entscheidend ist und damit auch für Geld. Das beruht auf Konsens und auf freien und gleichen, im Prinzip gleichgeordneten Rechtspersonen, während das öffentliche Recht auf dem Prinzip von Unterordnung und Befehl beruht. Das sind Dinge, die kein Ökonom gern hört, außer er heißt vielleicht Randall Ray, der dann wiederum das überzieht. Aber entscheidend ist doch, dass unsere Rechtsordnung auf diesen beiden widersprüchlichen Grundprinzipien beruht und die beide vorhanden sein müssen, damit eine funktionierende Geldwirtschaft entstehen kann. Was man in der Ökonomie aber immer wieder hört und liest, sind Fundamentalismen. Entweder man schlägt sich auf die Marktseite und dann ist der Staat die Wurzel allen Übels, der in letzter Konsequenz sogar komplett beseitigt werden soll, wie das bei den Anarcho-Liberalen und bei den Libertären, wie dem David Friedman, dem Sohn von Milton Friedman, der Fall ist. Oder man schlägt sich wie der Randall Ray auf die Staatsseite und macht damit den Staat zu so einer Art omnipotenten, absolutistischen Subjekt und ignoriert damit die Wichtigkeit, die eben private Eigentumsrechte und Vertragsrechte haben, nicht nur für persönliche Freiheit und politische Freiheit, sondern auch dafür, dass es sowas wie innovative Entrepreneure überhaupt geben kann. Und die begriffliche Präzision, den es den Ökonomen da mangelt, kann man sich, so wie der Stützel sich das ganz einfach aus der betriebswirtschaftlichen Buchführung holt, sich ganz einfach aus dem Recht holen. Aber jetzt ist der Herr Schmidt rausgeflogen. Wir warten da eine Sekunde. Mein Mampel hat auch gerade mal ein bisschen gehangen. Habt ihr mich gehört, oder? Wir konnten dich gut hören, Wolfgang. So, das passiert ab und zu, Herr Schmidt, dass man mal rausfliegt aus der Software. Aber ja, das lag ja, hier ist WLAN ausgegangen. Alles klar. Ah, okay, dann wiederhole ich nur noch mal kurz meinen letzten Satz. Ich glaube, den haben Sie nicht mehr ganz mitbekommen, aber eine unserer wichtigsten Grundideen besteht einfach darin, oder Grundeinsichten kann man fast schon sagen, besteht einfach darin, dass man die begriffliche Präzision bezüglich von rechtlicher Grundbegriffe analog zu der begrifflichen Präzision, die der Wolfgang Stützel sich rein empirisch einfach aus BWL-Rechnungswesen holt, dass man sich diese Präzision in Bezug auf die grundlegenden Rechtsbegriffe ganz einfach aus dem geltenden Recht holen kann. Und da braucht man nicht mehr zu machen, als dass man eine Einführung in die Rechtswissenschaft für Erstsemester sich besorgt. Am besten eine gute, da haben wir auch entsprechende Empfehlungen. Und sich die mal durchliest und sich die Bedeutung dieser Unterscheidung für die gesamte Struktur des Kreditwesens und natürlich auch des gesamten Bankensystems bis hin zur Zentralbank, die eben in so einer Hybridstellung zwischen Staat und privater Wirtschaft ist, einfach mal klar macht. Und das ist ein Zuwachs an Klarheit und an Einsicht von unglaublicher Relevanz, vor allem für die Entwicklungstheorie. Der ist gratis zu haben, ganz einfach und rein empirisch. Es ist gar nicht eine Frage davon, dass das schwer wäre oder dass das komplizierte Theorie wäre. Es ist nur eine Frage dessen, dass die Aufmerksamkeit da nicht hingelenkt wird. Und da sehen wir eben eine von unseren Aufgaben drin, dazu beizutragen, dass das jetzt mehr in den Blick gerät. Und der Geoff Hodgson ist da ein guter Verbündeter mittlerweile geworden. Ich darf das noch ergänzen, Herr Schmidt. Vinier, da ist ja auch eine Katharina Pistor, die von der Columbia University, eine Deutsche, die dorthin gegangen ist.
oder ein Perry Merling und viele andere engagiert. Also Sie wissen, dass die Frau Pistor zusammen mit Herrn Hellwig 2012 den Max-Planck-Preis bekommen hat, den höchstdotiertesten deutschen Wissenschaftspreis. Das hat sie dann verwendet, das Geld, glaube ich, 750.000 Euro in verschiedene Projekte wie NIRS-1. Es gibt da noch ein anderes mit einer Universität in England und mit der Universität in Frankfurt. Also es bilden sich hier Netzwerkstrukturen. Vielleicht kennen Sie sie schon oder vielleicht können wir da die Aufmerksamkeit von Ihnen etwas hinlenken. Okay, ja, also werde ich mir sicher dann auch mal ansehen. Und das Buch von dem Hodgson klingt dann wirklich interessant. Herr Schmidt, ich bin ein bisschen der Zeitwächter heute. Wir haben ja gesagt bis 22.30 Uhr. Jetzt meine Frage an Sie, ob Sie noch Zeit für eine Abschlussrunde haben? Wenn es nicht allzu lange geht, weil ich muss morgen wieder früh raus. Eben, also das habe ich mir gedacht. Deswegen also ganz kurz, Jungs. Wolfgang und Nikolas, ich würde all das, was wir daraus jetzt lernen oder was wir versuchen gerade aufzubauen, wir haben ein ganz aktuelles, sage ich mal, dramatisches Beispiel. Das ist die Situation in der Europäischen Union und der Verfasstheit des Währungssystems. Wolfgang hat vor 2 Tagen, ich habe es eben in den Linkrunden gegeben, Agreement on Net Financing. Wolfgang, gleich kannst du da was dazu sagen. Da bist du sehr erstaunt gewesen und fragen wir mal den Herrn Schmidt, ob er diese Sache auch als so wichtig wahrgenommen hat. Weil das habe ich halt selbst sehr bedeutsam gehalten, diese Entdeckung, Wolfgang. Ja, also ich konnte das jetzt noch nicht so richtig einordnen. Mir ist es jetzt nur erstmal aufgefallen, dass es da offensichtlich vor 2 Jahren schon eben ein Abkommen gab zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken des Eurosystems, das erst jetzt im Februar dann veröffentlicht worden ist. Ich kann das nicht wirklich einordnen bis jetzt, weil ich einfach mit der Struktur des gesamten Eurosystems und mit dem Verhältnis der EZB zu den nationalen Zentralbanken noch nicht genügend vertraut bin, um das wirklich einsortieren zu können. Insofern kann ich da wenig dazu sagen. Dann kann ich da übernehmen. Der Herr Schmidt hat sich ja, wie gesagt, in seinen Aufsätzen da auch mit dem Staatsbankrott von 2014 ja mit dem Thema schon beschäftigt, weil es damals aktuell war und hat auch richtig gesagt, mit der Sicherheit, dass die EZB dann als Lender of Last so auftreten würde, mit der berühmten Rede von Draghi, ist da etwas Ruhe reingekommen. Aber es ist im Hintergrund etwas gelaufen, wo man seit 2011 schon spekuliert hat, dass praktisch nationale Banken Geld ins System pumpen, unabhängig von der Zustimmung der EZB oder von einer Mehrheit der Mitgliedsländer und so weiter. Und das besagt dieses ANFA-Abkommen, was, wie gesagt, dann Anfang 2016 von der EZB veröffentlicht worden ist, obwohl es schon im November 2014 beschlossen wurde, aber eigentlich schon aktiv 2010, 2011 beim Beginn der Krise angewendet worden ist. Herr Schmidt, wir haben ein System, was vollkommen unausgegoren ist, oder? Wenn man das mit dem amerikanischen Federal Reserve System betrachtet, da wird eine Notenbank niemals die Anleihen von Kalifornien oder von New York kaufen, sondern immer nur die Anleihen der USA. Und es gibt einen internen Ausgleichsmechanismus zwischen den 12 Bezirken des Federal Reserve Systems, was es in Europa nicht gibt. Da gibt es nur ein Target-System, was ja in aller Munde war. Aber es gibt wirklich kein richtiges Regelwerk, das eine Nation Geld ins System bringt, was gleichzeitig die Währung aller anderen Mitgliedsländer ist. Das ist so der Kern der Problematik. Naja, ein Punkt ist natürlich der, die amerikanische Zentralbank kauft deswegen keine Anleihen der Bundesstaaten, weil es halt Anleihen des Zentralstaates gibt. Gäbe es europäische Anleihen oder hätte man mit Beginn der Währungsunion oder irgendwann dazwischen die bestehenden Anleihen der Länder sozusagen in europäische Anleihen überführt, dann würde sich das Problem gar nicht stellen. Das Problem ist, dass sozusagen als Second-Best-Lösung es eben nur die Anleihen der Einzelstaaten gibt. Und wenn die Zentralbank als Lender of Last Resort agieren sollte, was sie ja muss, dann bleibt ihr ja gar nichts anderes übrig, weil sie hat ja gar nichts anderes, was sie kaufen kann. Dass sie jetzt natürlich, das habe ich jetzt auch noch nicht genau gewusst, dass sie also offenbar auch den einzelnen Staaten das erlaubt, ist natürlich etwas merkwürdig. Müsste sie eigentlich nicht. Klingt so, wie wenn sie dann auf diese Weise verhindern will, dass sozusagen die EZB wieder für ihre geldpolitischen Maßnahmen angegriffen wird. Nein, ich glaube,
Ich glaube einfach, dass Frankreich und Italien in der Notsituation Eigenmächtiges gemacht haben und dass man solche großen Mitgliedsländer nicht von der EZB oder von dem Rest an den Pranger stellen konnte und dass dann halt stillschweigend nachträglich dieses Abkommen getroffen worden ist im November 2014. Es ist also wirklich, weil schon 2011 waren einzelnen deutschen Zeitungen Spekulationen darüber damals, aber das war noch nicht irgendwie greifbar, weil, wie gesagt, das sehr intransparent war. Also es ist auf jeden Fall ein eindeutiger Indikator dafür, dass das System unzureichend ist zurzeit. Ja, Ja, offensichtlich. es ist eben insofern unzureichend, weil eben es wird eben nicht richtig zugegeben, dass die Zentralbank Lender of Last Resort sein muss. Da muss sie sich immer irgendwie dazwischen durchwinden. Es ist jedem kein Amerikaner zweifelt daran, dass die Zentralbank, die amerikanische Zentralbank bis zum Abwinken amerikanische Staatsanleihen kaufen wird. Und das kann sie natürlich auch machen, weil es eben Anleihen des amerikanischen Zentralstaates gibt. Und die gibt es eben auf europäischer Ebene nicht. Und Deutschland wird bis auf Weiteres auch dafür sorgen, dass es sie nicht gibt. Aber trotz alledem ist es absurd, wenn eine Zentralbank eben nicht als Lender of Last Resort agieren kann. Und irgendwie habe ich den Eindruck, die EZB versucht es eben irgendwie doch ja, möglich sein zu lassen. Mag sein, dass da irgendwie Frankreich und Italien irgendetwas wollten. Aber ja. Aber kritikwürdig ist doch eigentlich die deutsche Position hier, oder? Ja, klar, natürlich. Die kritikwürdig ist die deutsche Position. Also, ich hoffe, dass Ihnen es das heute so viel Spaß gemacht hat, Herr Schmidt, dass Sie nochmal den Weg zu uns finden. Wissen Sie, wer auch schon bei uns war? Das war Ihr Kollege Hans-Peter Spahn von der Uni Hohenheim. Und der hat vor wenigen Monaten ein Buch Streit um die Makroökonomie, theoriegeschichtliche Debatten von Wigzell bis Woodford vorgelegt. Haben Sie das Buch schon geguckt? Ja, Schon mal reingeklickt? das habe ich schon bei mir auf dem Schreibtisch liegen, habe schon ein bisschen angelesen. Das ist auf jeden Fall lesenswert. Da kriegt man alle wesentlichen Punkte aus der makroökonomischen Diskussion, glaube ich, vermittelt. Ja, also es wäre vielleicht ganz toll, da nochmal den Schulmeister Sie und den Herrn Spahn gleichzeitig hier zu haben, um diese Debatte weiterzuführen. Vielleicht kriegen wir das hin. Also mir hat das sehr gut gefallen und vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, bedanke mich auch. War ein interessantes Gespräch. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss, gute Nacht. Ja, von mir auch vielen Dank und tschüss und gute Nacht.